Viele, viele Stöcke, Steine, können wir auch gleich nebenbei noch mit einsammeln hier. Blub. Stöcke muss ich eher noch einsammeln. Halt. Ja. Steine bin ich schon wieder voll. So, nee, ich hab da noch Platz. Oh, Pilz. Das wird dann natürlich Spaß werden, fällt mir gerade ein. Okay, jetzt. Weil die sind ja schon wieder. Ja, im Herbst. Das ist halt schon wieder Winter. Kacke. Na toll. Winter wird ja. Na toll. Wir es jemals schaffen. Werden wir je ein Ende finden. Muss ich erstmal echt überlegen, wie wir die Defense hier um die Hütten hätten gebaut. Achso. Das ist noch so grob. Aha, aha, aha. Ach ja, und dann Platten drauf, ne? Ja. Alter. Ja, 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 ja. Nur ein kleiner Baum. Es gibt nur Stöckchen. Wenn er dann mal fällt. So. Ganze zwei Stöcke. Ah, da liegt noch. Da liegen noch ein paar. Wegkommen. Stöcke einsammeln. Zack. Ich darf das Vieh nicht zerlegen. Das Vieh gerade nicht zerlegen irgendwie. Okay. Naja, irgendwie kann ich es nicht direkt anvisieren. Also ich kann es anvisieren, aber danach verschwindet auch sofort wieder das. Ja, irgendwo so hier lang. Sollte man den Wasserbereich auf jeden Fall auch bei uns haben. Zack. Dafür habt ihr jetzt ein Reh. Fische sind mal wieder alle vergammelt zum Teil. Und drunter kann man es nicht. Na gut, dann muss man. So, wir machen es ja sowieso dann diagonal. Hoffentlich sind die wieder lootbar. Warte ich aber mal noch kurz. Stimmt, da kann ich dann auch nur fast noch mit runterkommen. Mal ein Blick Koffer looten. So, ansonsten mal weiter für Durchblick sorgen. Ne? Weniger Bäume, weniger Gegner, die sich drin verstecken. Und wir brauchen sowieso Holz.
Hab ich nicht gerade eben da? Da. So, letzten Blaubeerbüsche mal noch abgrasen. Okay, das können wir eh nicht mehr tragen, das sind wir voll. Zack. Dies hier unten müssten so unter Seile liegen. Stimmt, da brauchst du sowieso recht. Die Stoff. Stoff ist auch immer schön. Ach, weißt du was, wir kommen auch mal mit runter. Mal kurz auf Wanderschaft gehen. Und leider noch ein Seil. Und das Stocklager sieht ausnahmsweise wirklich mal nach Stocklager aus. Es füllt sich. Sehr schön. Und dann. Was würde mich mal interessieren? Hallo! Mach doch nicht sowas! Alter! Gut, dass wir nicht uns gegenseitig weg. Das wäre jetzt echt. Ja, aber es hatte mich gerade interessiert einfach. Jetzt sehr lustig werden können. Ja klar, aber es wäre es mir wert gewesen. Na toll, dass es dir wert gewesen ist. Gut, wir werden sowieso unten wieder gespawnt, aber trotzdem, Spitzwo. Wir wären noch nicht mal gestorben. Oder hast du gerade noch Leben? Na gut, das ist die andere Frage. Wie gut. So, ich glaube nicht, dass wir gestorben wären. Ach, da ist ja schon. Boah, da ist ein Fisch schon verrottet. Okay. Die haben es eilig, weil die Fische. Hab ich doch gerade erst da rausgeholt. Okay, dann sind wir erstmal hier wieder. Also, naja, egal. Sehr schön. Oh, Medic. Ich stelle es ihn trotzdem voll. Sehr schön. Okay. Coole Faserpfeile. Noch mehr Medic. Brauchen wir eh. So. Ein Pilz. Siehst du, ich habe da ja noch was vor. Heidelbeer voll. Oh, noch ein Kohlefaserpfeil. Oh, Klebeband. Wir haben ja so wenig Klebeband. Vor allem Klebeband. Klebeband habe ich tatsächlich. Oh, Seilrutschenseil bekommen. Nice. Klebeband habe ich tatsächlich nicht mal so viel. Nur noch 3 mal Stück. Wie viel? 3 Stück nur noch. Ich habe 36. Ich verballere aber auch, was Sperre angeht. Brauche ich ja jedes Mal, wenn ich neue Sperre mache, brauche ich ja wirklich Klebeband. Wie war denn das? Eine Leiterplatte brauchen wir? Wir brauchen Münzen. Wo sind denn Münzen? Och, warum habe ich immer so einen Scheiß Pech? Warum fängt mein Husten gerade an, wenn ich sowas sagen will? Das war die Bestätigung. Dass ich Pech habe. Und Münzen. Mach dich mal lieber kampfbereit. Ah, wir brauchen 5 Münzen. Ich hab da was mitgebracht. Oh, Gottes Willen, warte, ich mach gerade Bombe. Wollte ich weg mal. Ja, ich war gerade noch voll im Inventar, tut mir leid. Der war noch am Craften. Ja, komm, erstmal hier weg. Erstmal irgendwie, wow, halbes Leben. Ja, ich auch. Weil ich gerade versuchen wollte, dich irgendwie noch zu retten. Ja, so, erstmal kampfbereit. Wir brauchen eine Fackel und wo bist du? Hey du. Schnell weg. So, und jetzt erstmal. Ich würde noch das TNT hier schnappen. Oh, Tatsu hat alles. Geklaut. Okay, Tatsu hat jetzt alles, sehr gut. Was hat so von mit TNT? Ich hatte einiges an Bomben mal hergestellt gehabt, ja mal. Hui! Ne, dafür mir ehrlich gesagt die Münzen. Mir fehlen auch die Münzen nur noch. Ich habe keine Münzen mehr. Ich habe bloß 10. Ich habe 4. Also eine 5 weniger, weil ich habe ja jetzt eine Bombe hergestellt. Ringel, Ringel, Reihe. Da, 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 da. Hier. Dazu, es kommt.
Du musst dich irgendwie ins Wasser locken, damit du ertrinkst, Alter, sind da viele Fische. In dem Teich da oben? Ja. Ich habe gerade die Reuse nur gesehen, die ganzen anderen Fische. Da kann ich dich nicht mit Fischen irgendwie ködern, dass du unser Haustier wirst. Oh, das ist Tatsus Baumhaus. Brauchen wir noch gar nicht. Mal vorbeischauen. So, das ist noch ein Reh da hinten. Ist da irgendwas? Gleich zu finden unten. Ah, ich treffe sie irgendwie gerade nicht. Muss ich aufpassen. Toll, ich treffe hier Bäume. Ist das Vieh? Okay, Ausdauer geklärt zur Neige. Wir rennen zu viel rum. Bleib doch einfach mal stehen. Ja, genau. Und dann ist sowieso Ausdauer hinüber. Ah. Achtung, kommst du dir? Ja. Yeah. Hat hier irgendwie wegzurennen. Oh, Tierhaut war hier. Auch schön. Ja, das war ich. Ah, und da oben haben wir auch Freunde. Ja, ja, ich weiß schon. Deswegen war ich dort vorsichtig gerade. Ja, bekämpft ihr euch erstmal. Sollen wir Medizin nehmen? Eigentlich wollte ich in Ruhe mal kurz dazu ein schönes Baumhaus angucken. Na du? Oh, tut mir leid. Ich bin zu tot. Es war leider ein Verkehrsopfer. Wo ist es denn jetzt hin? Da hinten zu den Viechern. Oh, 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 schön. Siehst du, ich hab dafür was anderes noch. Bei mir beim Baumhaus. Okay, bin unterwegs. Der Wurm ist und bleibt aktuell immer noch das lästigste von allen. Ah, Bambi. Schön, Haut. Meine Haut fliegt weg. Und da habe ich sie. Jawohl. Und noch das Essen soweit einpacken. Dann klammern wir runter zu den zwei Koffern. Hier liegt noch. Hier liegt noch hier, die Haut. Achso. Warte. Bin gleich da. Oh, jetzt bin ich auch voll. Du bist selber voll. Ah, okay. Hab's dann auch mal geschafft. So, Tatsu, schönes Baumhaus hier. Schick, schick. Solange unser komischer Typ hier nicht ankommt und das Baumhaus kaputt macht. Oh, Energy, C4-Ladung, natürlich. Und noch mehr Klebeband und Schokoriegel. Geil. So, da können wir kurz ein paar Blaubeeren snacken. Zur Not habe ich hier oben auch noch ein Gestell stehen. Was Nahrung angeht. Aha. So. Kurz überlegt, ob ich mal kurz C4-Fischen mache. Und dann ist mir ja eingefallen, oder habt ihr gesehen, dass du ja die Reusen da hast. Ja, also C4-Fischen lohnt sich nicht. Hält das C4 lieber für den Typen da auf. Ja. Zum Beispiel. Und hier, Deso, komm mal her. Die Reusen sind sowieso total über. Siehst du das hier? Ja. Der schwebt dort in der Luft, weil der... Ja, ich meine nicht das, was da in der Luft schwebt, sondern das, was jetzt hier liegt. Ah. Da klettert immer mal gerne ein Eichhörnchen oder sowas rum, hoch und dann stirbt es. Also ein guter Spot, um Nahrung zu sammeln. Hier klettert noch eins hoch gerade. Ja, und dann geht es an den Elektro und... what the hell, warum haben die sowas reingebaut? Oh mein Gott. Ist ja echt übel. Ja, aber es ist halt eine Nahrungsquelle, kann man sagen. Ja. War nicht so einfach, die Viecher dann anzuvisieren, aber... Nee. Und da ist mal Fleisch. Okay, ich habe sowieso zu viel Fleisch. Aber schön. Okay, da hat man eine automatisierte Nahrungsquelle. Also für alle Leute, die Nahrungsprobleme haben. Da habt ihr sie nicht mehr. So, da ist Würmchen. Würmchen hat anscheinend das andere alles getötet. So, Würmchen kommt langsam an. Ich bring da was mit dazu. Wartet noch eine Sekunde. Ja, 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 ja. Ich halte ihn ab. So, bin ready. Okay. Hallo Würmchen.
Kannst du nicht auch an den Elektrostab da einfach rangehen? Obwohl, den würde ich eigentlich gerne mal ausprobieren. Wenn wir die Zeit dazu hätten. Yep. Wir rennen mal ein Stück. Okay. Ah, wo ist er? Da. Ach ja, das war der mit wenig Batterien. Oder wenig Akku aktuell. Wie? So, wo bist du? Da ist Würmchen. Kommt Würmchen überhaupt im Wasser klar? Wo willst du denn hin? Bei mir auch, würde ich sagen. Gut ab. Komm mal, komm mal her hier. Na, also, genau. Warum wird das jetzt nicht? Elektroscharp. Soll es da nicht schlagen? Geht doch nicht in meinen Wurf rein. So. Der Elektroscharp muss leider gerade. Ich nehme mal meinen Speer wieder. Also ich kann damit zwar zuschlagen, als wäre es ein Knüppel, aber eigentlich wollte ich ihn ja schocken. Hast du eigentlich Schaden bekommen von mir? Bestimmt. Bisschen, kann sein. Ich habe nicht darauf geachtet. Ich hätte mich vorhin sehr kurz mal ein kleines bisschen geheilt. War glaube ich eh nicht voll. Ich muss mal untersperren. Ist das steckt da? Weg. Also dann da. So, probieren wir Variante 2 aus. Komm her. Schön geschockt. Dazu. Okay, das hält eine Weile. Jetzt hab ich das aber irgendwie. Ja. Okay. Piep, 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 piep. Ach Mist, du hast die Aufmerksamkeit auf sich gezogen gehabt, Blöber. Ja. Egal. Aber war nur noch ein Fall. So, ganz kurz Inventar gucken. Mutantenhaut. Haben wir nämlich 10 Stück, also du mal eins tragen. Ich hab Platz. Gut. Das ist irgendwie möchte gern essen, das will ich nicht. Da, ich hab's. Ich auch. Gut. Schön. Gut, hab mal Würmchen auch erledigt. Die Reusen, die sind OP einfach. Ja, das ist ein bisschen too much. Aber wie gesagt, das Hauptproblem ist eher, dass die zu schnell. Die verrotten zu schnell. Irgendwie sieht es gerade echt so richtig komisch aus. Die ganzen Blätter von dem Baum. Also eigentlich sieht es cool aus, aber irgendwie richtig komisch. Die fallen fast schon ein bisschen zu schnell. Nein, der Baum stirbt. Na gut. So. Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir wollten wieder nach Hause. Obwohl, wir können noch mal, glaube ich, ganz kurz in die Höhle hier rein. Ich glaube, da lag noch Stoff und sowas rum. Wo wir hier sind. So, Armbanduhr. Und da hinten haben wir noch zweimal Stoff. Noch eine Armbanduhr. Da haben wir noch was Dosenfutter, noch normales Fleisch. Da haben wir noch Stoff. Ja, also dreimal Stoff auf jeden Fall. Sehr schön. Ach, die armen Freunde. Ja, und theoretisch, selbst wenn man keinen Bock auf Jagen hätte, könnte man jedes Mal in die Höhle rein. Hat er auch wieder. Das Fleisch. Das ist ein richtiger Nahrungsspot hier. So, dann aber erstmal wieder nach Hause. Da haben wir auch eingesammelt. Zack. Ich
glaube, ich mache mal ganz kurz. So, Stöckchen, danke. Wir gehen einen kleinen Umweg mal, einfach aus Neugierde, damit wir auch mal ein bisschen mehr sehen als nur Haus. Gehen wir auch mal kurz noch mal in die Höhle. Also dreimal auf jeden Fall Stoff. So. Und dann folgen wir einfach mal den Weg. Dann kommen wir ja oben dann ja auch wieder zu Hause raus. Nahrung, Stoff. Und bei Armbanduhren hast du halt noch rumliegen. Schachtelhalm, sehr schön. Brauchen wir alles, wird alles eingesammelt. Noch mehr, sehr schön. Oh ja. Natürlich stoppt man hier auch immer wieder Nahrung spawnt, ja? Ja, deswegen ja. Also insgesamt dort die zwei Seen perfekte Nahrungsquelle. Oh, Pilze. So, gehen wir mal ein bisschen auf Loot-Tour. Was uns die Natur halt so alles mitbietet und gibt. Wollen wir ja nicht verschmähen. Haha. Warte mal, bringt mir doch nichts, ich bin doch eh voll. Bin ein Mörder. Ja, toll. Dazu hat wieder in seinen Wahn und Blutrausch hat er wieder Dinge getötet und merkt dann, dass er gar nicht mitnehmen kann. Voll. Ja, ein Hasen. Wie kannst du nur? So. Ganz einfach, ich habe einen Speer in die Hand genommen und habe zugestochen. Ja, ja, toll. So, ein Mörder. So, ich glaube, da oben war nämlich dann. Da oben war dann irgendwo jo auch. Schön, dass hier ein Weg angeblich drüber geht, der aber gar nicht existent ist. Ah, da drüben geht der Weg weiter. Einmal durch den nassen Fluss. Stöcken. So, irgendwas hier großartig rumliegen an Pilzen und anderen Dingen aus der Natur. Da haben wir noch was? Schafsgarbe. Oh, haben wir noch nicht. Sind wir noch nicht voll. Dann da ein bisschen Ausschau halten. Zack. Da haben wir noch was. Sehr schön. Hab ich das eigentlich schon mal getestet, ob man das essen kann? Ach, nö. Wird grün angezeigt. Okay. Du hast heute schon wieder Besuch? Ja. Ah, bis zu Hause? Ja. Okay, ich bin eigentlich auch nicht so weit weg. Ich würde bloß halt wirklich gerne mal. Okay, da müssen wir mal eins essen, damit wir wissen, dass es nicht gut ist. Ja. Das dachte ich mir nämlich schon. Okay, gut. Dann einmal querfeld ein, schnell rüber. Okay, mit schnell rüber wird nichts. Hier ist gerade da oben kommen. Verdammt. Hast du die ganz mal ausgetestet? Nee, nee. Oh nee, ich bin viel zu weit oben. Ich war schon auf der richtigen Seite. Wir müssen aber. Hier runter müssen wir einfach nur. Achtung, das ist noch ein Dicker. So, da sehe ich schon unsere Base. Nochmal kurz Schafsgarbe einsammeln. Hier beide, das ist Liga. Aha, ich bin da. Sehr schön. Mistvieh. Eine Tasche wissen? Nee. Doch, Blutbeck? Doch, lag da. Da lag Blutbeck. Ich kann ihn mehr tragen. Nee, das waren Steine.
Blutberg haben wir eingesammelt. Sehr schön. Der hat den Kopf verloren. Ich darf keine Lootbags mehr aufmachen. Was du denn? Oh, ein Pilz, den ich noch nicht gegessen habe. Hm. Ja, das mit dem Lootbags nicht öffnen. Ach du. Was denn? Das müsste Schnee sein, oder? Ich habe hier gerade wie so. Wie Pollen. Als wenn hier Pollen rumschwirren. Aber Pollen sind ja eher Frühling. Also müsste es ja eigentlich kleine Schneeflocken sein schon. Also ich glaube, wenn wir das nächste Mal schlafen, ist definitiv Winter. Ja, die sind mal so grünlich, mal weißlich. Ich denke auch, dass das so... Oh je. Vielleicht werden wir noch einen Tag haben, wenn wir Glück haben. Mhm. Na gut. Kurz keine Ausdauer. Baumfeld. Ach, das sind Babys. Was? Hast du es da unten? Und hat Freunde. Ich wollte nochmal schnell zu mir runter. Mhm. Ans Regal. Ich will da mal was ausprobieren. Ach nee, du. Na, mach einen Fitness. Haufenweise Babys. Da machst du mal nicht weit genug. Ah, da hatte ich mir gerade verschluckt. Schön. Womit bin ich bitte schön voll? Wasserkreide kriegt man nicht wirklich. Ich krieg näher hier ran. Ich muss nicht allzu viel da aufbauen, nicht dass sie dann halt über das Wasser da rüber klettern können. Womit bin ich angeblich voll? Na, versuchst du gerade mal, Zeug zu lagern. Ja.
Da sind sie. Ah, irgendwo hier müssen wir dann mal raus. Bin voll. Wo bin ich denn voll? Was bin ich voll? Ab und zu mal umschauen. Ich lasse doch mal irgendwann auch irgendwas auftauchen. Ich sehe es nicht. Zwischenlagern. Sind wir noch nicht öffnen? Einen würde ich noch vorgehen und dann denke ich, haben wir's. Weil ich mich frech voll bin? Gut, wie wir die Ecke machen, weiß ich allerdings auch noch nicht. Das ist es nicht. Ich darf das nicht öffnen. Und ich habe jetzt nur 5 C4 Ladungen von 10, die ich hatte. Von Draht habe ich auch noch 5 in mein Inventar einstecken. Armbanduhren 5, Klebeband 5, Stoff 4. Bin überall unter 10. Ich habe auch gerade kleiner Stein rausbekommen. Wobei es hieß, kleine Steine bin ich voll. Ich habe kleine Steine, habe ich 2 Stück weggeworfen. Nicht das 31? Nee, ich bleib bei 30. Ist weg. Energieriegel, Energy Drink und Draht habe ich jetzt gerade rausbekommen. Ich habe, wie gesagt, kleine Steine habe ich mal einmal aus dem Fenster 2 Stück geworfen. Einfach mal. Austern? Habe ich 5. Wie viele kannst du denn davon tragen? Können wir mal immer essen. Nur weil ich es bei dir gerade gesehen habe. Okay, Armbanduhren habe ich auch machen. Aber schlechte Austern kannst du auch mehr als 5. Ja. Es sind der Austern. Ja. Ah. Schön. Okay. Wow, ich krieg sogar so Dinge wie Heckenkirsche, aber da bin ich ja voll. Aber das ignoriert er anscheinend. So, dann bleib noch ein Loot weg. Ich hab Lachsbeeren bekommen. Oh, die sind auch lecker. Oh, jetzt bin ich. Wird auch angezeigt. Ist voll. Oh, und ich habe Gesellschaft. Aber alles gut, ist nur ein Stummer. Er wandelt auch wie so eine Mumie durch die Gegend. Es hat kurz Töne von sich gegeben.
vielleicht vorher töten sollen. Mach los. Ich sträube mich gerade ein bisschen vor der Nacht hier schlafen zu gehen. Wenn dieser Kackwind da ist. Dann heißt es wieder, das ist kalt. Ja, ja. Nee, ich würde nicht schlafen gehen. Ich würde mal eher mal mit dem Hund was gehen. Ah, okay. Ja. Ist ja schon wieder soweit. Was wir mit den Austern machen, ist ein bisschen lästig. Kann man die wegschmeißen? Oder musst du die mal essen? Du kannst ja auch einfach essen. Bringen sowieso nicht viel. Bringt gar nichts, deswegen, da schmeiß ich die. Da hatte ich Kopf gehabt, dass es schneller geht, die einfach wegzuschmeißen. Nee. Eigentlich bringt die so gut wie gar nichts. Nö, bringt gar nichts. Du weißt nicht, was das mit den Austern soll. So, ja. Kannst du weder kochen noch sonst irgendwie was machen. Und ich brauche eigentlich am besten ein komplettes Regal nur alleine schon für Pflanzen mal. Ja, na gut, wenn wir später ja sowieso mal irgendwie was anbauen wollen oder so einen Spaß, sollte es ja kein Problem darstellen. Ja, bloß dadurch, dass ich schon einen Lachsbären zum Beispiel 20 habe oder an Heckenwürsche 20 habe, kann ich keine Beute mehr öffnen, nur weil da. Okay, nee, das sollte eigentlich nicht das Problem sein, weil Heckenkirsche. Bin ich eigentlich auch voll. Und ich habe gerade einen Beutel geöffnet, da war eine Heckenkirsche drin. Genau wie der kleine Stein, da war ich auch voll. Und den hat er einfach nicht ins Inventar reingenommen, sondern wahrscheinlich hier irgendwo hingeschmissen. Ich glaube, die sind von der da ausgenommen. Also gut, das letzte Mal gerade eben Lachsbären weggeräumt habe, durfte ich dann wieder Beutel öffnen. Okay. Ach Gott, deswegen. Ich habe ein Trio bei mir. Okay, es zählt also nicht mehr, dass Tatsu Chefchen ist und deswegen. Die Idioten nur darum geistern. Das hat noch nie gezählt. Doch. Kann nur sein, dass ihr mittlerweile Taschenlampen habt. Das war einfach nur mal Zufall. Ach, du lebst ja noch. So, ich hab deinen Arm bloß weg. Guck mal. Ah, toll, jetzt regnet es natürlich wie Sau und ich sehe ja nichts. Wo seid ihr denn? Hier war die Fackel wegmachen. Da bist du. Ja, da kommst du nämlich angerannt. Naja. Falsch. Medizin darf ich jetzt auch nur noch 5 anscheinend haben. War das nicht auch mal bei 10 begrenzt? So. Medizin? Oder 8? Oder war das wirklich auf 5 begrenzt? Ja, ja, Medizin war nicht 4. Auf zu blocken und brennen. Geht doch. Ich wollte in Ruhe was essen. Ah, Lootback. So, tot. Sehr schön. Soweit Ruhe? Scheint so. Dann erstmal ans Wasser. Und dann Durst. Ich will jetzt schon mal Askan nochmal abspeichern. Mhm. So. Alter Peller.
Dann gehe ich schnell mit dem Hund raus. Aber damit mein Zuschauer nicht langweilig wird. Also sprich Kudo. Nein. Wird bestimmt noch mehr geben. So, können wir mal was trinken? Hau ich dein Stream wieder als Pause-Stream rein. So. Und sage dann bis dahin, ne? Jo. Überlegt, ob wir das einfach geradeaus weiterziehen und dann halt nochmal eine Ampel schräge reinsetzen. Die halt nicht so einfach drüber jumpen können. Noch welche da noch. Ach du Kacke. Gut, dass ich hier irgendwie immer so ein Bauchgefühl habe für euch kleinen Freunde. Ihr seid ja mega lustig. Na dann. Hör auf, dich abzurollen. Hör doch auf. Komm jetzt her hier. Ihr seid ultra lästig. So, mal hier rüberlaufen. Jetzt sehen wir hier ein bisschen mehr. Ist schon sehr, sehr geil gemacht. Das, auch mit dieser Fackel in der Hand. Du siehst halt nicht viel. Dann erstmal wieder hier. Die Dunkelheit gewöhnen. Auf meine Partei, meine Rüstung weggeschlagen. Ne? So, hier war doch aber zu viert. Wenn einen schon hier oben erschlagen. Mit den Abfackeln ist halt wirklich sehr, sehr effizient. So, das einzige Wichtige ist bloß, dass bei Tatsu jetzt hoffentlich kein Wurm oder sowas auftaucht und ihm aus seinem Baumhaus rausholt. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen ärgerlich. Ach komm mal. Dein Energy. Ich hoffe, das funktioniert dann hier in diese Richtung genauso, wie wir es in die andere Richtung gemacht haben.